Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute zu einer neuen Folge Let's Play LS17 Nordfriesischer Marsch 1.5. Und heute wollen wir hier so ein bisschen entspannt übers Feld fahren. Ich würde da hier nochmal die Ballenpresse natürlich auch wieder anschmeißen. Oder warte, einfach anmachen und Follow. Ne, kein Offset. Einfach exakt Follow. Passt am besten. So, rein hier, Innenansicht. Wir müssen ja eigentlich nur entspannt erstmal hier zwischen bleiben. Oh ne, genau jetzt hat er durchdrehende Reifen. Dann müssen wir nochmal kurz checken. Ja, da würde sich glaube ich schon noch befreien können, oder? Hat sich einfach hier ein bisschen... Gott. Ein bisschen aufgehängt. Aber wir müssen aber auch gleich eh noch den einen wieder umändern hier. So, fahr einfach sofort ab, dann kommt er ja gleich wieder. Bevor wir jetzt tatsächlich dort anfangen. Na, guck mal, der hat noch immer 3-4 Bahnen vor sich. Also wir können ein paar Runden fahren und dann müssen wir später hier mal wieder hingucken, damit wir dann den Drescher umsetzen. Also nochmal, Gerät anschmeißen. Noch Motor starten. Gerät anschmeißen. Und fahre ich erstmal los. So, dies geht erstmal weg. Und jetzt steckt er. Nee, ne? Oder ist das ein Ernst gerade? Was soll denn der Mist? Steht auch mal auf der falschen Seite. So dämlich muss man erstmal sein. Jetzt fahre ich genauso gut wie der Helfer wahrscheinlich. So. Abfahrer einstellen, der war ja immer noch auf sofort abfahren, oder? Was ist das denn? Was ist denn hier jetzt los? Jetzt hängt der Drescher hier mitten in uns drin. So, noch ein Versuch. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ansonsten bleibt halt die Fehlermeldung erstmal kurz da. So, dann sage ich natürlich nochmal vielen, vielen Dank an alle. Ihr habt ja so zahlreich, oder viele von euch natürlich, haben mitgemacht bei dieser doch fragwürdigen Facebook-Umfrage bei mir. Und zwar haben wir ja am Sonntag schon erzählt, Milch ist Gift. Viele von euch haben die sinnlose Diskussion mitgekriegt. Tatsächlich relativ sinnlos die Diskussion. Und ich hatte ja die Frage gestellt, Milch ist Gift. Sollte ich denn nun lieber den Rinderhof, beziehungsweise ich meine natürlich die Milch, Milchkühe von der Karte nehmen? Nein, hatte ich vorgegeben als Antwort. Da haben natürlich schon mal viele gesagt, nein, soll man nicht. Aber ich finde, da waren noch ein paar ganz lustige Antworten bei, die ich jetzt hier gerne noch mal kurz vorlesen wollte. Und zwar, man kann ja denn in diese Übersicht freie Antworten reingeben. Der nächste schreibt denn, was für eine sinnlose Frage. Ja, das ist tatsächlich, das ist eine sehr gute Frage. Aber ne, ein bisschen Spaß muss sein. Das haben, ja weiß ich nicht, 49 Leute auch gesagt, so ungefähr, sinnlose Frage. Denn schon an Position 3, ich mag Toastbrot. Ja, ich auch. Morgens esse ich zwei Toastbrots meistens. Eins mit Honig, eins mit Marmelade oder mal mit Nutella, was auch immer. Also ich mag auf jeden Fall auch Toastbrot. Warten, bis der Arzt kommt. Dann Hauptsache Alessio geht's gut. Kuchen? Ich mag Züge. Hey Mann, wo ist mein Auto? Milch ist kein Giftkappa. Ja, Krankenhaus, wer hat mein Bier getrunken? Also, sehr schöne Optionen. Wenn euch noch mehr Optionen einfallen, natürlich gerne auf meiner Facebook-Seite einfach mal sinnlose Kommentare dalassen. Trägt auf jeden Fall ein bisschen zur allgemeinen Belustigung bei und zu dieser schönen Diskussion Milch ist Gift und eure lustigen Antworten. Ja, natürlich bleibt die Milch der nordfriesischen Marschmap erhalten. Gar keine Frage. So, wir wollen jetzt mal ein bisschen Gas geben hier und dann die Tempomat mal hochschalten. Ich weiß gar nicht, wie schnell wir fahren dürfen. Ach, der Lexion, also ich sag mal nix. Ein Drescher hängt wieder im Verkehr fest. So, die Maus lasse ich jetzt auch mal Maus sein, sondern versuche mal wieder mich ein bisschen mehr an den Stick vom Sidepanel zu gewöhnen.
da kommt gleich ein richtig dicker Batzen Stroh zusammen. Ordentlich Ballen gibt das. Aber funktioniert ganz gut. So, ein bisschen gucken. Ich habe noch nie so ein Feld hier in der Innensicht geschwadert. Mal gucken, wie viel überbleibt. Ups. Wir müssen uns schon versuchen, so ein bisschen in der Mitte von den beiden Spuren zu bleiben. Eigentlich muss man sich gar nicht so groß umgucken. Und vor allen Dingen, er fährt uns ja eh blind hinterher. Ne? Jetzt muss ich hier einmal wechseln, weil hier ist es so komisch. Ja, die Ballenpresse sehe ich aber auch so gut wie gar nicht. Hinten im Spiegel ist immer ein bisschen freaky. Muss mich doch immer umdrehen. Ich mache jetzt die Runde zu Ende und dann gucken wir mal, was mit dem Drescher da schon wieder los ist. Und vor allen Dingen, welcher ist es denn überhaupt? Der untere, glaube ich, oder? Ich glaube, der untere. Das sieht auch schön aus. Ein Bein nach dem nächsten. Das wird nachher nochmal ein Spaß werden, das einzusammeln. Aber dann können wir endlich mal unser Ballenlager eben auch ein bisschen füllen. Dafür haben wir es ja. Extra hier als platzierbares Gebäudeobjekt auf dem Hof platziert. Wollen wir es ja auch mal nutzen. Also der Drescher kommt einfach nicht wieder in Gang, ne? Mit nix. Ich muss ein bisschen weiter mich hier halten. Was macht unser Strohsammler? Fährt der noch eigentlich? Oh ja, ist gerade oben beim Komposter gewesen. Das ist ein gutes Zeichen. Dürfte uns jetzt hier gleich eigentlich entgegenkommen. Oder? Da kommt er schon. Er fährt noch mit Licht. 9.30 Uhr. Könnt ihr ruhig ausmachen, ne? Ich wollte ja erstmal nur eine Runde machen. Wir wollten uns erstmal um den Drescher kümmern und eben auch schauen, dass wir die Drescher nochmal umsetzen. Den Hopfen und dann werden wir hier den Rest zu Ende pressen. Ich ziehe die Bahn jetzt hier noch durch. So, einmal wieder gerade, dann haben wir auch die beste Position zum Anhalten hier. Und mal schauen, was hier schon wieder das Problem ist. Okay, der Fendt ist diesmal das Problem, ist ein bisschen zu nah rangefahren. Das Problem hat er aber schon lange nicht mehr, der ist auch leer. Bevor wir einstellen, so, dann er hier. Das hat er ja ganz geschickt gemacht hier ausnahmsweise, der Fahrer. Genau hier ist dieses Stück zu Ende. Und wir werden jetzt in der Mitte von dem kleinen Stück da hinten ansetzen.
Und dann machen die für uns den Rest Hopfen hier. Und wir müssen auch mal selber Hopfen abkippen, damit wir von der anderen Seite mal ranfahren, weil sonst haben wir natürlich nachher das Problem, dass nur eine Seite komplett gefüllt ist und die andere gar nicht. So, ich glaube, ich fange mal hier an. Kotz, wo wollte der denn hin? Auf Abwägen, eindeutig. Das war einfach mal so ein Versuch hier. Das sind nur 28.000. Jetzt hätte ich gesagt, leeren wir den jetzt mal schnell wieder andersrum aus, damit zumindest auch Gerstebier, also unser Kastenbier, weiter in der Produktion bleibt. Aber das lohnt ja fast gar nicht. Aber machen wir trotzdem. Immerhin 28.000, besser als nichts. So, ich hoffe, das ist hier passend. Sieht so aus. Das sieht gut aus. Wieso fährt er nicht ab oder was? Der hier, der Deutz, doch ein bisschen spät, aber jetzt fährt er ab. So, sofort abfahren, dann dürfte er eine kleine... Was ist denn das jetzt? Das ist dein Ernst? Oh, meine Güte. Teilweise läuft das so gut und dann läuft es alles wieder gar nicht. So wie jetzt gerade. Und der ist auch wieder viel zu nah rangefahren. Auf dem Weg zu ihm. Ich weiß gar nicht genau, was das soll. Weil er die Fruchtumfahrung anhat oder was, fährt er dann so krampfhaft. Direkt hier. Nee. Jetzt fährt er wieder direkt ab, ne? Das macht ja null Sinn. Mach, was du willst. Mir jetzt egal. Wahrscheinlich macht der LKW jetzt genau das gleiche, oder? Ich weiß es nicht. Aber hier müssen wir eigentlich auch mal wieder einstellen, weil ich glaube, der kann doch noch ein bisschen, oder? Theoretisch. Obwohl, ich habe ja auch die Silagefräse mit an Bord. Vielleicht kaufen wir uns die nochmal, damit wir da den Rest Silage auch noch loswerden können. Auch gerade von dem anderen Bunker. Kühe sammelt man immer noch hier. Immer wieder schön zu sehen, wie die Leute nicht genau wissen, wo man die Kühe abholt. Dafür ist ja diese kleine Rampe, dafür, dass es so aussieht, dass die Kühe so auch in den Trailer kommen. So, dann wollen wir hier noch ein bisschen fahren. Damit sind wir ja heute angefangen. Das schaffen wir jetzt leider auch nicht mehr, das noch fertig zu kriegen. Aber zumindest eine Runde fahren wir noch. Oder diese Runde hier machen wir noch zu Ende. Hat ja lange auf sich warten lassen, die Fehlermeldung. Nämlich fast gar nicht. Ja, ich glaube, wir können die Hopfenernte nicht alleine lassen. Also morgen, liebe Leute, werden wir den Hopfen zu Ende ernten. Mit unserer Hilfe sollte das dann auch wieder ein bisschen besser klappen. Also so wird das ja nichts. Können wir ja beibleiben. Na komm. Das ist natürlich ein bisschen so ein blödes Stück jetzt hier. Okay, jetzt stecken beide Abfahrer im Verkehr fest.
Der LKW hat sich noch befreien können. Wir haben vom letzten Mal noch ein bisschen Maisreste. So, jetzt ziehen wir hier mal die Kurve links rum. Damit einmal hier wir noch ein bisschen was von dem Stroh wegbekommen. Das ist vielleicht blöd, weil jetzt ziehen wir gleich Ballen mit, ne? Aber so kommen wir, dachte ich, wieder ein bisschen gerader vor, hier in der Kurve. Und lassen halt weniger Stroh liegen. Und wir können hier viel besser ansetzen. Ja, schleppen wir den Ball nach vorne mit. Aber solange wir den nur so mitziehen, ist nicht so schlimm. Nicht unbedingt immer in Richtung Hof gucken, das kann immer zu leichten Ruckler führen. Da haben wir schon ein paar hundert ist übertrieben, aber ein paar Ballen haben wir jetzt hier schon auf jeden Fall gepresst. Den Ball nicht mehr los. Ich glaube, da müssen wir aussteigen und den einmal wegziehen. Oh, der hier LKW hat sich wieder befreit. Hat ein bisschen gedauert, aber er hat sich befreit. Immerhin. Eine kleine positive Nachricht. Der Fahrzeug hat durchdrehende Reifen. Warum? Was macht der denn jetzt? Der hat doch die ganze Zeit ganz gut gefahren. Ja, ich sage, zum Ende der heutigen Folge jetzt ist ein bisschen der Aufnahmesession nicht mehr Folge. Was ist hier los? Ein böser Baum im Weg. Okay, er hat sich tatsächlich genau wieder dahin gefahren, wo er vorher auch war. Der andere Drescher fährt aber, wa? Immerhin. Zumindest einer hat noch gearbeitet. So, liebe Leute, dann war es das jetzt für heute. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ihr ein Like. Danke euch und natürlich freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann und tschüss.